Servus, ihr Helden. Robert und Dima sind zurück. Wir haben uns gedacht, wir machen wieder was für euch. Nach Triphasic Training, nach Mobility, Hip and Ankle, habe ich mir gedacht, machen wir den dritten Part und machen ein bisschen was über Breathing, über Atmen. Ich werde euch ein bisschen was zeigen von Wim Hof, dem Iceman, der nach 30 Minuten meditativem Atmen in 0 Grad kaltes Wasser für 10 Minuten geht. Würde ich euch gerne vorstellen. Ich habe die Maske noch nicht an, weil der Dima noch nicht da ist. Und wenn Dima sich hinlegt, ziehe ich die Maske an. Also, wir werden Folgendes machen. Ihr werdet tief ein- und ausatmen. Das heißt, wir versuchen erst immer die Bauchatmung, dann die Brustkorbatmung und dann atmen wir locker aus. Das heißt, immer erst. Und dann lasst den Atem einfach gehen. Erst Bauch, dann Brust, dann lasst den Atem gehen. Wir werden ca. 2,5 bis 3 Minuten ganz tief ein- und locker ausatmen. Danach machen wir erst 30 Sekunden die Luft anhalten, dann atmen wir wieder 30 Zyklen tief ein- und locker aus, werden dann auf eine Minute gehen, machen dann nochmal 30 Mal ganz tief ein- und locker aus und dann werden wir 90 Sekunden die Luft anhalten. Wichtig ist, der Dima muss immer erst ausatmen und dann gehen die Sekunden los. Okay? Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn die Finger ein bisschen pelzig werden, wenn die Fußzehenspitzen ein bisschen pelzig werden, wenn ein bisschen Kopfweh kommt, ist ganz normal. Eure ganzen Zellen kriegen ein Sauerstoffüberangebot und das verträgt jeder ein bisschen anders. Denkt dran, wenn ihr nicht mehr könnt, einfach tief einatmen. Wie jedes kleine Kind, einfach atmen. Okay? Alles klar. Hallo Dima, komm rein. Servus. Leg dich hin, du kennst es und ich führe dich durch. Du bitte ohne Maske, ich mit Maske. Finde deine Position. Denk dran, erst Bauchatmung, dann Brustkorbatmung. Mach die Augen zu, entspann dich total. Ich guide dich durch das Programm. Schließ deine Augen, finde dich, sammle dich. Lass dich mit all deinem Gewicht auf die Unterlage fallen. Du machst dich ganz schwer. Du lässt dich fallen. All dein Körpergewicht liegt auf der Unterlage. Alle Sorgen, Ängste, Wünsche, Träume, Gedanken schiebst du weg. Du konzentrierst dich nur auf deine Atmung. Deine Bauchdecke hebt sich, deine Bauchdecke senkt sich. Du bist mit dir im Einklang. Alles ist gut. Du hebst deine Bauchdecke so tief du kannst, du hebst deinen Brustkorb und atmest wieder aus. Bauch atmen, der Bauch hebt sich so hoch wie möglich, die Brust, der Brustkorb hebt sich so hoch und du atmest einfach aus. Tief ein und lass ihn gehen, den Atem. Ab jetzt 2,5 Minuten. Das heißt, Dima wird erst die Bauchatmung machen, dann die Brustkorbatmung und lässt den Atem einfach gehen. Ja, nicht pressen, atmet einfach aus. Tief ein und locker aus. Das darf man auch gerne hören. Am besten ihr macht es durch die Nase. Ihr kommt so in 2,5 bis 3 Minuten auf ungefähr 30 Mal tief ein und aus. Wichtig ist, ihr müsst maximal einatmen. Ja, also richtig. Das darf man auch gerne hören. Sehr gut. Noch 1,5 Minuten. Tief ein. Langsam auf. Dima hat sich extra hingelegt auf den Rücken, damit die Atmung besser geht. Das Zwerchfell, das Diaphragma kann sich besser bewegen. Ihr wollt erst mit dem Zwerchfell ein bisschen arbeiten, dann dem Brustkorb helfen und dann lasst den Atem einfach gehen. Circa eine Minute noch.
praktiziert, desto mehr kommt er in den Bereich der Meditation rein. Ich habe in Phoenix letztes Jahr im Oktober 1,55 geschafft. Mittlerweile, ich mache es einmal die Woche, zweimal die Woche, bin ich bei 3,05. Und ich bin ganz weit in der Meditation, viel besser als autogenes Training oder Meditieren vor der weißen Wand. Durch dieses Atmen wird der gesamte Prozess nur auf das zentrale Atmen gelenkt. Das ist ein unglaublicher Prozess. Wir atmen noch viermal so tief ein, wie wir können und lassen ihn einfach gehen. Noch dreimal. Noch zweimal tief ein und aus. Noch einmal einatmen und nach dem Ausatmen gehen die 30 Sekunden los. Ab jetzt 30 Sekunden. Noch 10 Sekunden. In 3, 2, 1. Tief einatmen, Dima. Bauch, Brust. Und wir machen wieder unsere 30 Zyklen. Wieder 2,5 bis 3 Minuten. Normalerweise ist niemand dabei, der was erzählt. Das heißt, der Dima hätte sich seinen Timer gestellt auf ca. 2,5 Minuten. Dann 10 Sekunden Vorbereitungstimer. Und dann ungefähr so 30, 60, 90, 120 Sekunden, immer in der Mitte 2,5 bis 3 Minuten, um zu atmen. Das heißt, da ist keine Stimme im Hintergrund, er kann sich Musik anmachen, er kann das Licht ausmachen, er kann sich Wahlgesänge als Hintergrund einstellen. Hauptsache, er wird nicht gestört. Heute wollen wir es euch zeigen. Dima wird ein bisschen dazu nachher was sagen, wie es ihm gegangen ist bei der Atmung. Und wie gesagt, hört bei 90 Sekunden erstmal auf. Ich habe mit den Jungs vor 2 Wochen 2 Minuten gemacht und sie haben es gut vertragen. Noch 2 Minuten. Dima wieder tief ein. Ich darf das auch gerne hören und dann let him go. Deep inhale and let him go. Jawohl. 1,5 Minuten noch. Wenn ihr zu Hause ein bisschen unsicher seid, macht es mit einem Partner, Partnerin. 30 Sekunden, 60 und 90. Im Endeffekt, ihr könnt nicht mehr als einschlafen dabei und irgendwann atmet jeder automatisch ein. Ne? Jedes Baby kommt auf die Welt und dann kommt dieser eine große Schrei und dann atmet es. Ne? Das ist das Natürlichste der Welt. 1 Minute noch. Wieder Dima tief ein, Brustkorb und dann ausatmen. Erst Bauchdecke einatmen, heben, dann Brustkorb einatmen, heben und let him go. Tief einatmen, Dima. Wir machen noch 3 tiefe Atemzyklen. Noch 2. Und Dima atmet noch einmal so tief ein. Er atmet aus und dann geht die 60 Sekunden los. Ausatmen und jetzt. Da der Dima neu ist, er macht es zum dritten Mal jetzt, sage ich ihm immer 30 Sekunden Blöcke an, damit er ungefähr weiß, wo er sich befindet. Nochmal, wenn er nicht mehr kann, er muss nicht kämpfen, er atmet einfach ein. Ja? Alle Muskeln, alle Gelenke, alles loslassen. Organe, einfach mal alles loslassen. Noch 30 Sekunden.
Macht euch ganz schwer auf der Unterlage, lasst euch mit dem ganzen Gewicht fallen, alles loslassen. Ihr braucht nur die Atemhilfsmuskeln zum Atmen und dann lasst los. 15 Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Geh mal tief ein, locker aus und wir machen wieder unsere 30 Rhythmen. 2,5 bis 3 Minuten. Erst Bauchdecke, dann Brustkorb und dann lasst ihn gehen. Tief ein und let him go. Kommt Dima, ich darf das hören. Maximal einatmen. Denkt dran, wenn ihr nicht maximal versucht, Sauerstoff zu inhalieren, wird es ab 90 Sekunden oder ab 2 Minuten echt brutal schwer. Also ihr müsst wirklich so tief einatmen, erst Bauch, dann Brustkorb einatmen, dann locker ausatmen. Wir wollen mehr Sauerstoff haben als CO2. Geht nur über maximales Einatmen. Okay? Die Finger können ein bisschen pixelig werden, der Kopf kann so ein bisschen Schwindel erzeugen über die Sauerstoffsättigung. Wir wollen, dass die ganzen Zellen ein Sauerstoffüberangebot bekommen. Wir neigen dazu im Alltag flach zu atmen, wir nutzen unsere Atemfrequenz oder Atemvolumen überhaupt nicht mehr aus. Stellt euch vor, ihr seid beim Bouldern und seid in einem Zug. Wie schön wäre es mal kurz zu atmen, Sauerstoff reinzulassen, Muskeln zu lösen und dann könnt ihr weiterziehen. Wir haben noch knapp 1,5 Minuten, Dima. Tief ein- und ausatmen. Es kann euch auch passieren, dass ihr einschlaft. Dann ist das so. Ja, ihr werdet automatisch irgendwann einatmen. Und solltet ihr bei dem Atmen einschlafen, habt ihr toll meditiert, habt mal Zeit für euch und lasst mal los. Eine Minute noch. Machen dann den letzten Zyklus 90 Sekunden. Heute machen wir nicht mehr, so könnt ihr euch langsam dran gewöhnen. Wichtig, nach 30 Mal atmen, erst ausatmen, dann geht die Uhr los. 10 Sekunden, immer noch einmal, so tief einatmen, wie du kannst. Und ausatmen. Und die 90 Sekunden gehen jetzt los. Sechzig Sekunden. Noch 20. Noch 10 Sekunden. Noch 4, 3, 2, 1. Die mal ganz tief einatmen, locker aus und jetzt atmen nochmal 30 Sekunden ganz locker ein und aus, muss nicht mehr tief, kannst die Zehenspitzen bewegen, die Finger, die Knöchel, die Sprunggelenke, die Arme, einfach ein bisschen räteln, strecken. Bevor die mal die Augen aufmacht, kann er auch schnell einatmen und schnell aus, so.
dass er den Sympathikus ein bisschen ansteuert, dass er so ein bisschen zurück ins Leben kommt. Danach gehe ich so ein bisschen weg, Dima kann sich hinsetzen und dann werde ich Dima noch kurz interviewen, wie es ihm so ergangen ist. Okay, Dima, kannst die Augen öffnen und kannst ja nochmal so ein bisschen sagen, wie es dir gegangen ist. Du kennst das jetzt, wir haben es dreimal gemacht. Ja. Wie geht's dir? Ich muss sagen, das war jetzt von den dreimal, das war jetzt das dritte Mal, das war jetzt wahrscheinlich die intensivste Erfahrung von allen drei. Es war jetzt tatsächlich so, dass man wie normal auch beim ersten zweimal gemerkt hat, dass nach den ersten 30 Sekunden, wo man sich denkt, okay, krass, ich habe jetzt 30 Sekunden Luft angehalten und man hat schon gemerkt, es geht gegen Limit. Aber dann macht man nochmal diesen Atemzyklus und merkt, okay, plötzlich beim zweiten Mal Luft anhalten, ein paar 30 Sekunden überhaupt kein Problem, das Limit verschiebt sich extrem. Und was ich super interessant fand, war tatsächlich beim dritten Mal, also bei 90 Sekunden, dass man dann wirklich anfängt, ich will nicht sagen Trance-Zustand, aber man wird wirklich tief, man wird wirklich entspannt. Es fängt überall ein bisschen das Kribbeln an, man merkt, okay, wo habe ich eigentlich zu wenig Luft vielleicht in meiner Muskulatur, auch in meinem Körper überall. Und dann wird es wirklich tief entspannt, du fühlst überall alles kribbeln, es wird super geil, es fühlt sich einfach alles echt schön an. Und dann sind auch die 90 Sekunden, auch wenn es vielleicht jetzt keine komplette 90 Sekunden war, ja, super entspannt, das war echt geil. Und ich glaube, das ist auch für unseren Sport oder allgemein für jeden Sport super, wenn man da ein bisschen mal bewusst sein schafft fürs Atmen an sich, wie kurzatmig man eigentlich ist und wie viel es einem helfen kann, sei es bei der Regeneration oder auch beim Sport direkt, wie du schon gesagt hast, halt bei einem Boulder halt einfach kontrolliert atmen zu können, das vergessen mega viele, deswegen ist auch der Umschwung auch, was die Ausdauer geht vom Boulder zum Seilklettern extrem hoch, weil jeder presst halt dazu, irgendwann ist alles rausgedrückt halt und du hast damit kein Tempo mehr aus, was du schöpfen kannst. Deswegen glaube ich, ist es auch jetzt im Vergleich zum normalen Meditieren, ist beim normalen Meditieren halt das, was fehlt, so ein bisschen die Herausforderung, ein bisschen so der Kitzel, der fehlt. Es ist nicht ganz so extrem und es fordert viel mentale Kraft und Ruhe vom Geist, dass sich wirklich darauf konzentrieren zu lassen und alles fallen zu lassen. Und dadurch, dass man hier die Luft anhält, fängt an, der Kopf bzw. der Geist auch so sich immer stärker zu fokussieren auf das Hier und Jetzt, aufs Luft, aufs Atmen einfach. Ja, und dadurch wird es einfach zu einer so mega Erfahrung. Also echt geil. Schön. Von meinem Feedback aus, es waren 92 Sekunden und Dima hat jetzt von dreimal, wir haben es in zwei Wochen dreimal gemacht jetzt, überhaupt nicht mehr gekämpft. Er hätte auch jetzt schon wahrscheinlich locker noch 15 Sekunden mehr anhalten können und er hat von Trance gesprochen. Ich habe es letztes Jahr mit Wim Hof, dem Iceman in Phoenix, Arizona machen dürfen. Das ist eine super Erfahrung, ein ganz tolles Tool und ich hoffe, es hat ein bisschen neugierig gemacht, Spaß gemacht. Probiert es aus bei Fragen. Schreibt es den Blogheld, dem Dima eine E-Mail und wir beantworten eure Fragen. Dann bleibt gesund und wir sehen uns in den Blogheld. Bye, bye. Bis dann. Merci fürs Zuschauen.